Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen zurück zu Transport FIFA 2 in der Staffel 4. Ich habe jetzt mal komplett neu angefangen und wir sind im Jahr 1903. Beziehungsweise gestartet habe ich eigentlich im Jahr 1900, aber ich dachte, ich mache schon mal ein paar Grundindustrien, dass ich die mal verbinde, dabei ein bisschen Geld kriegen. Das mit dem Geld kriegen funktioniert so mäßig. Aber ja, wir sind jetzt hier auf einer tropischen Insel. Wir haben hier recht viel Gewässer, wenn wir uns mal hier so umschauen. Aber sonst ganz gut Festland. Die Karte ist auch wesentlich kleiner als wie in der Season 03. Und hier möchte ich mehr so deutsches, österreichisches und Schweizer Rollmaterial hier rauf machen. Und die Idee ist, dass das ja wie so eine entfernte Insel ist, wo halt ja, so ein kleines Eisenbahnimperium entsteht. Und ja, mal gucken. Wird mal was komplett Neues. Also diesmal nicht UK-Style und entsprechend habe ich auch keine englischen Mods mit dabei. Ich zeige euch mal, was ich hier schon mal habe. Hier in Hi-Fi gibt es eine kleine Brotproduktion. Das sind hier zwei Linien. Ich zeige es euch mal ganz kurz. Das ist einerseits hier Weizen. Bringen einfach hier der Weizen rauf und warten halt hier, bis dann voll beladen sind. Dann einmal die Brotlinie hier rauf. Und hier, weil die Stadt schon so groß ist, habe ich hier eine kleine Trablinie. Schauen wir uns die doch mal kurz an. Eine süße kleine Tram. Und ich glaube, da brauche ich vielleicht ein paar mehr Trams hier. Da sind doch ein paar Leute, die hier warten. Okay. Ja, das ist erstmal die eine Industrie und die zweite Stadt hier unten. Die kriegt ihr Baubahn. Hier ist eine Gütertram unterwegs. Die kennst du sicherlich schon. Es war nicht die schnellste, aber für das aktuelle Jahr war aber die schnellste. Und hat eine Kapazität von 28. Das hilft mir schon mal. Das ist eine ganze Linie, die fährt einfach von da nach da nach da. Und auch hier habe ich eine kleine Buslinie gemacht. Und der Bus ist neu, den habe ich vorher noch nie gehabt. Da passen gerade mal 5 Leute rein. Sieht aber mega niedlich aus. Jo. Ich werde noch ein bisschen Geld brauchen müssen. Sprich, ich werde das Spiel noch ein bisschen vorlaufen lassen. Und das erste Bauprojekt, was ich dann hier gerne machen möchte, ist eine Zugverbindung zwischen da und da. Mit einem Zwischenhalt hier in Tainan, aber das soll nur so ein kleiner Halt werden. Das war das erste, aber da brauche ich halt wesentlich viel mehr Geld, weil ich habe jetzt noch 1 Million. Und wenn wir uns mal die Wirtschaft hier so angucken, ja, der Ertrag ist halt nicht sehr hoch. Eventuell finde ich hier noch irgendwo eine dritte Industrie, die ich gut beliefern könnte. Oh, ich habe noch eins vergessen. Ich habe natürlich auch neue Mods. Das muss ich euch mal hier zeigen. Das da. Mach mal ganz kurz den Ton aus. Das ist ein neues Tramdepot. Das passt super in das alte Setting hier rein. Das einzige Ding ist, es hat halt leider keine Oberleitung. Und die Texturen hier hinten spielen verrückt. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt durch einen anderen Mod passiert ist, den ich noch drauf habe, oder ob das von dem Ding selber kommt. Keine Ahnung. Aber es gibt auch ein paar andere. Und zwar hier hinten. Das hier. Städtische Straßenbahn. Können dann hier so reinfahren, auch ohne Oberleitung. Aber es hat hier noch ein kleines Gimmick. Hier hinten sind ein paar Trams abgestellt. Die zwar mit Oberleitung fahren, aber es hat ja keine Oberleitung. Das finde ich ein bisschen meh. Schade, dass das nicht gibt. Man kann es auch nicht konfigurieren. Aber schönes Detail. Und passt wirklich gut hier in die Stadt mit rein. Und ich glaube, ja, eh hier, habt ihr auch noch ein Straßenfahrzeugdepot hier gebaut. Und zwar das hier. Das ist Luigi's und Mario's Automobilo Elinoltre, was und Inoltre Flugmaschinen. Da sieht man gerade so einen alten Bus, wo hier der Motor rauskommt. Das ist eine kleine Werkstatt hier. Hier hinten, das ist auch noch nett. Mir gefällt's. Also, gibt dann auch Neues zu sehen in der Staffel 4. Und hoffentlich ist dann auch die Performance besser. Ich habe jetzt einen Mod installiert. Man sieht das hier in den Gebäuden. Die werden so ein bisschen unscharf, wenn man weggeht und wenn man hingeht. Weil es wieder scharf. Ja, gucken. Jetzt ist es noch kein Problem, aber erst wenn die Karte voll wird, so wie die UK-Map, dann wird es ein Issue. Gut. Für euch gibt es jetzt erstmal einen kleinen Schnitt und dann würde ich sagen, fangen wir mit dem ersten Bauprojekt an. Beziehungsweise, ich werde hier nur schauen, dass ich noch irgendwo Industrien platzieren kann. Was bist du? Du bist eine Gasstation. Irgendwas, was auch Sinn machen würde. Ja, das ist da vielleicht. Da, da, da.
Dann könnte ich sagen, weil idealerweise, na. Also ich werde die Industrien von den Städten noch ein bisschen anpassen, je nachdem es dann besser passt. Aber ich suche es erstmal noch und nach dem Schnitt zeige ich euch mal, was ich gemacht habe. Also, bis gleich. So, liebe Leute, da bin ich auch wieder da und ich hatte knapp 2,5 Millionen, jetzt sind es noch 24.000. Aber das hat einen Grund. Ich habe noch ein bisschen was gebaut. Aber das ist die andere Industrie hier, die ich jetzt hier mal gemacht habe. Also Rohöl zu raffinierten Öl, zu Benzin nach Pun. Das ist also alles hier mit der Straßenbahn hier. Ich laufe da nicht auch ganz gut. Und wenn man sich hier mal die Statistiken anschaut, ja, das läuft erstmal. Bin ich ganz zufrieden. Jo, da habe ich jetzt ganz guten Geldfluss und ich kann endlich mit dem Schiffbau anfangen. Beziehungsweise mit der ersten Strecke, die ich hier zwischen Hefei und Hyderabad machen will. Zwischen halt soll Tainan sein. Das soll eigentlich ein kleiner Halt sein. Weil da werde ich jetzt keine Güter hinbringen, erstmal. Und ja, da wollte ich halt einen Bahnhof machen, der halt hier so eine Kurve drin hat. Und es gibt momentan nur einen. Oder nein, so in einem Baukasten. Und da kann ich auch leider nichts verändern. Also das Gebäude bleibt gleich. Ich kann den Bahnsteig hier nicht anpassen. Aber ja, ich dachte, ich gehe jetzt erstmal mit dem. Die Idee ist, dass wir eigentlich hier Durchfahrtsgleise haben. Und das sind die zwei da in der Mitte. Und dass wir hier eine Abstellung haben, wo ein Zug stehen kann. Dann hier. Und auf jeder Seite haben wir hier so eine Kreuzung, dass man auf alle Gleise hier rausgehen kann. Und eine Drehscheibe. Das ist die neue, die ich vor kurzem vorgestellt habe. Dass man, wenn jetzt hier der Zug hier reinkommen wird, dann kann er hier, also die Lok hier reinkommen, dann kann er hier drehen und das gleiche kann er hier auf der anderen Seite noch machen. Da kann er hier dann runterfahren, kann hier drehen und fahrt dann wieder retour, damit er quasi theoretisch wieder richtig ankuppeln kann. Ich weiß, das ist ein Transportweaver eh nicht umgesetzt, aber ich wollte es mal ein bisschen nachbilden, dass es theoretisch möglich wäre. Signale hat es auch schon drin. Das sind die deutschen Formsignale. In unterschiedlichen Höhen, das haben wir 6 Meter und hier hinten sind es die 10 Meter Sachen. Ich hoffe, das ist so richtig, dass man sie halt quasi aus der Distanz sehen kann. Und hier nochmal in jeder Seite einmal Ausfuhrsignale. Auch wenn theoretisch hier kein Zug rausfährt, außer macht eine Rangierfahrt. Und die Rangiersignale habe ich noch nicht. Hier genau das gleiche. Und dann die Andeutung, wo halt hier die Hauptstrecke weitergehen würde. Das so zum Ignorieren, das tue ich dann noch weg. Ja, ich würde sagen, ich mache hier noch ein bisschen Schönbau in dem Segment, weil sehr viel mehr Geld habe ich eh nicht. Und das gibt es im Speedbuild. Und wenn es fertig ist, dann komme ich wieder. Und dann hoffe ich, dass wir dann bald mal genug Geld haben, dass man die Strecke hier fertig machen kann. Da fehlt natürlich der Bahnhof halt hier und hier noch, aber das wird kosten. Und ich will nicht cheaten. Ich habe für das schon so einen kleinen Kredit da aufgenommen. Sondern ihr seht, das ist momentan so die finanzielle Situation. Nicht gerade rosig, aber wird schon. Aber da schon gibt Ausgaben viel höher als die Einnahmen. Gut, also, wir sehen uns gleich wieder.
So, liebe Leute, da sind wir auch wieder da und ich habe noch ein bisschen weiter gebastelt, inklusive einer kleinen Schattenfahrt hier, und zwar mit dieser Dampflok. Und jetzt einfach mal hin, was die für ein geiles Standsoundmodell hat. Das klingt cool. Also immer wieder Ventile so auf und zu gehen. Hammer. Und die habe ich jetzt mal so eingestellt, ich zeige es mal kurz von der Linie. Die fährt einfach da oben entlang und fährt da hinten zu der anderen Drehscheibe, bleibt hier stehen. Und bei beiden Punkten bleibt sie immer 10 Minuten stehen, damit sie halt nicht allzu sehr hier den Verkehr aufhält. Jo, was ihr jetzt nicht gesehen habt im Speedbuild, das war der Bereich hier, da habe ich noch ein bisschen weitergebaut. Ich wollte hier noch einen Parkplatz hinbauen, aber der Parkplatz-Asset, der ist so von der Zeit her nicht freigeschalten. Finde ich ein bisschen schade. Das heißt, hier würde ich noch irgendwie so einen Parkplatz drin haben. Sonst noch ein paar Betriebsgebäude. Für die Zukunft schon mal eine Dieseltankstelle, eine kleine. Dann diesen geilen Wasserturm. Den habe ich mal aus Transport FIFA 1 konvertiert. Der sieht doch mal mega geil aus. Inklusive hier den Wasserkran. Und ja, das passt jetzt leider nicht ganz so ins Setting, aber doch, das wird trotzdem sinnvoll, dass man es hat. Das ist eine Besonderungsanlage, aber eine amerikanische vom Stil her. Ich habe jetzt da nichts gefunden, was ansonsten Levi-mäßig so wäre. Ja, so ein kleines Häuschen für was auch immer. Und ja, so ein bisschen Zeugs, was hier so rumsteht. Das habt ihr ja schon gesehen. Dann ein paar Personenwagen, die hier abgestellt sind. Und ja, das Geschichtsgleis hier. Da dachte ich mir, okay, ich meine, klar, das ist alles weit voraus in der Zeit schon. Aber ja, da hat man dann noch ein paar Sachen hier abgestellt. Können die Leute sich das so angucken. Ich würde dann eventuell noch eine Oberleitung hier reinmachen, sobald ich die freigeschalten habe. Aber dachte, ja, warum auch nicht? Dann hat hier so ein kleiner Verein seinen Spaß. Und hier ist ein kleiner Minimarkt. Ich mache mal ganz kurz auf Pause. Und ja, da hat es einen kleinen Markt, da hat es noch so ein Mini-Restaurant. Da ist eine Tram abgestellt, weil dann hier dann Trams fahren werden. Zumindest habe ich das vor. Und ja, auch noch ein bisschen Müll. Hier die Tram-Haltestelle, mit der habe ich ein bisschen gebraucht, bis ich die platziert habe. Aber ich denke, das passt eigentlich ganz gut hier rein. Und ja, hier hinten ist dann nicht mehr viel passiert, außer das zweite Stellwerk hier unten. Auch ein bisschen moderner. Und das lasse ich jetzt hier erstmal. Das ist auch der amerikanische Wasserturm hier hinten drin. Ja, das wäre erstmal der Bahnhof. Was ich jetzt noch gemacht habe, ist hier ein Gasometer installiert. Und ich sehe gerade, da hat es Assets drin, die da nicht drin sein sollten. Das tut man gerade mal löschen. Ne? Wieso tut er die jetzt nicht löschen? Jetzt macht das. Naja, wer macht's aber. Oh, okay. Jetzt hat er natürlich das Gasometer mitgelöscht. Gasometer. Du. Passt eigentlich sehr gut in die Zeit. Dass wir hier so ein Gasometer haben. Fup. Und es sollte dann eigentlich mit der Zeit nach oben und wieder nach unten gehen. In Zürich steht auch noch so ein Gasometer, aber halt nicht mehr in Verwendung. Aber faszinierende Bauwerke. Ja, ich bin eigentlich soweit ganz zufrieden mit dem Bahnhof. Ich hoffe, ihr auch. Jetzt wäre natürlich schön, wenn dann hier dann echter Zugverkehr ist. Und jetzt müssen wir halt hier den Anschluss hier nach unten machen. Nach Hyderabad. Und irgendwo hier sollte man auch noch ein Betriebswerk hinklatschen. Ist die Frage, ob wir das hier unten machen. Ob wir das hier gerade im Anschluss machen, so mittig. Oder da bei Hefei dann, wenn wir hier den Bahnhof bauen. Mittig wäre vielleicht gar nicht immer die allerschlechteste Idee. Dass wir hier den Bereich so nutzen für ein Betriebswerk. Wäre ein bisschen zentral, weil eventuell geht dann. Ja, macht Sinn, dass wir eine Linie hier nach oben machen? Nach Cheddar. Vielleicht ja, außer wir sagen hier, die Hauptlinie geht da so weiter. Da könnte man theoretisch eine Y-Kreuzung machen. Dass ein Strang hier noch da geht. Der andere geht da lang. Mal überlegen. Aber zuerst erstmal die Strecke. Ich möchte hier Bahnverkehr drauf haben. Ich würde sagen, wir bauen die Strecke jetzt erstmal ohne Betriebswerk. Das machen wir danach. Das heißt, jetzt bauen wir hier den Bahnhof hin. Weil der passt. Und die Strecke.
Stichwort Bahnhof. Was nehmen wir denn da als Kopfbahnhof? Auswahl ist natürlich noch nicht die größte. Bin da nicht so überzeugt von der Auswahl hier. Gehen wir mal auf Personenbahnhof. Gibt es Waldbrunn als Kopfbahnhof? Nee, ne. Gut, wir könnten das aber auch händisch machen. Wollen wir das Gebäude als Hauptbahnhof haben? Waldbrunn? Na. Okay, warte mal, Gleis 4. Gibt es hier Gebäudetyp groß? Das macht aber hier auf der Seite Dukums Kopfbahnhof. Warum hat Bahnsteighöhe? Ah, shit, was ist die Bahnsteighöhe für die DB? 760. Ich probier's mal damit. Ansonsten müssen wir es neu machen. So, dann machen wir hier mal 240 Meter. Machen wir es gleich länger. 280 Meter. Ah, machen wir es gleich mal länger. 280 Meter. Ist für die Erde eh viel zu lang. Und dann, wo tun wir dich platzieren? Wir könnten dich ja da gerade in die Stadt reinklatschen. Was ich grundsätzlich gar nicht mehr so doof finde, wenn er da so in die Stadt reingeht. 1,279 Millionen. Würde ich die Gebäude hier weghauen. So hin, so schräg. Was macht denn überhaupt hier hinten? Dann wächst es hier nach links so raus. Ich glaube, das finde ich gar nicht mal so doof, wenn der hier so hinten ist. Ich schaue mal vom Terrain aus, das passt. Ja, warum auch nicht? Dann machen wir das mal hier hinten. So, da. Mal kurz angucken. Sieht schön aus. Ja, sieht halt recht langweilig aus. Und sorry, Bär, du musst hier bald mal weg. Ich hoffe, das passt mit der Höhe hier. Könnte fast zu hoch sein, ne? Werden wir dann schon sehen, wenn dann der entsprechende Zug mal fährt. Okay, wie machen wir hier den Anschluss? Straße? Das ist die Straße, ne? Die da, okay. Ich glaube, jetzt erstmal abreißen. Und dann hier so rausfahren. Ich glaube, wir machen hier so eine Art Schleife und fahren dann hier wieder rein. Tour da so rein. Oh, vielleicht gehen wir gerade auf die breiteste Straße. So rein zum Bahnhof. Das war jetzt teuer und jetzt habe ich kein Geld mehr. Ah, super. Lass mal wieder vorlaufen. Geld ist echt so ein Issue. Am Anfang des Spiels. Ist das hier so teuer? Dann hier die Verbindung noch. Oh, wow, das ist... Ah, ich glaube nicht, dass ich das tun will. Wäre es denn von hier aus schöner? Ja, hier wäre es schöner. So, Personen in Bönhof, da auf dem Bus. Was macht hier Sinn? Eine Wendeschleife könnten wir sogar machen. Busstram elektrifiziert, Mittelinselplatz. Trockenkakteen. Cool. Ich habe ich noch mal nutzen, aber ich hätte es gerne ein bisschen größer. Nee. City View, sowas wäre auch mal interessant, irgendwo zu platzieren. Warum ist eine Mülltonne... Soll das ein Haltepunkt sein? Ach so, ja. Ich habe die Müllwirtschaft aktiviert. Okay.
Nee, alles du. Vielleicht gehen wir doch mit dem da. Das soll man die so halten lassen hier. Wie sieht es aus hier? Ziemlich einfach. Okay, erstmal vorübergehend bleiben wir bei dem kleinen Häuschen und entsprechend machen wir dann hier eine saubere Tramlinie. Weil mit den 5er Bussen kommen wir dann eh nicht weit. Und dann heißt es jetzt den Anschluss machen. Okay, warte mal, ich möchte jetzt entsprechend gern hier mittig haben. Standardgleise bitte mal, erstmal 100. Ist das die Mitte hier? Eigentlich mache ich jetzt gerade Blödsinn. Und ich. Das hier soll es mit. Das war jetzt eigentlich total unnötig. Okay, wir fahren jetzt mal hier weiter raus. Wir bleiben hier noch gerade für eventuell später den Unfug. Und wo ist unsere Hauptstrecke? Die geht der Straßen so entlang. Ich würde sagen, gehen wir dann hier langsam mal zusammen. Und hier ist eine leichte Kurve hier rein. Und kriegen wir jetzt hier einen schönen Anschluss hin. Okay. Die S9 unter generische Steuerwagen. Das ist schon mal nicht schlecht. Wie sieht denn das aus, wenn das hier so auseinander geht? Bin noch nicht so überzeugt davon. Mal kurz hier anpassen. Das wäre dann hier die Hauptstrecke. Und jetzt müssen wir hier entsprechendes Gleisvorfeld machen. Könnte ich jetzt da mal die Gleiskonstruktion hier nutzen. So, Weichenbaukasten. Bringt mir der jetzt hier was? Dann haben wir schon die Presets hier. Ich baue das lieber selber. Okay, machen hier den Anschluss so, gleich auf der anderen Seite. Na komm, ich möchte das ganz symmetrisch haben. Und dann müssen die natürlich auf die anderen Seiten kommen. Machen wir hier mit Abstand. 78, 80. Ist jetzt hier 81. Ah, weil das nicht genau getroffen hat. Ist das. Ne, ist auch nicht gleich. Ne, auch nicht. Das schaut gleich aus. Südele. Dann hebe ich einmal so die Kreuzung rüber. 80. Macht sowas Sinn? So komme ich halt auf jeden Bahnsteig hin, wenn ich hier reinfahre. Ich denke mal, das macht soweit Sinn. Das stört mich so, dass die SES-Sitzen immer weggehen. Muss ich wieder alles manuell sauber machen. Ich würde sagen, wir bleiben da in der Nähe von der Straße. Parachecks können wir eigentlich anmachen. Mach das jetzt auf der linken oder rechten Seite. Okay. Sehr gut. Machen wir hier eine langgezogene Kurven. Ich würde sagen so. Und von dann da wieder geradeaus weiter. Machen wir hier schön gerade, damit der Übergang her passt. Machen wir die Parallel Tools wieder nicht mit. Finde ich geil. Wie sieht das jetzt hier aus? Also okay aus. Könnte man meinen, die Strecke wäre hier stillgelegt.
Hat schon was, wenn es ein bisschen überwachsen ist hier. Könnte man dann eigentlich auf 120 oder 140 upgraden. So, ab wann macht die Kurve Sinn? So, ab hier dann. Sollten wir jetzt mal von der anderen Seite herfahren? Ja, ich glaube, das macht Sinn. Wir brauchen hier eine Kurve, hier bitte gerade. Oh, die Dampflokfahrt. Oh, halt, Moment, nicht so schnell. Das würde ich mir jetzt geben. Ah, die klingt schon cool. Es macht Laune. Eine Sache stört mich ein bisschen an der neuen Drehscheibe. Ich glaube, die hat so ein bisschen einen kleinen Bug drin, wenn die Loks hier drüber fahren. Wir werden es dann eh gleich sehen. Mal ein bisschen vorspulen. So, und jetzt musst du mal aufpassen, was mit der Lok passiert, wenn die auf die Drehscheibe fährt. Seht ihr das? Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist, aber das rauf und runter da... Hm. Also mir gefällt es nicht. Sollte ja doch eigentlich recht ebenbürtig sein, normalerweise. Aber ja, macht er da einen schönen Versatz nach unten. Ja, schreibt es mal in die Kommentare, was ihr dazu halt, dass die Lok das da macht. Ich glaube, bei der alten Drehscheibe ist das nicht so der Fall. So, hier. Fahrt jetzt mal weiter. Wo ist der Anschluss hier hinten? Ja, checks bitte wieder. Jetzt mal gucken. Der Strang geht so lang. Was macht er, wenn ich jetzt hier den hier mache? Langgezogene Kurve. Ja, machen wir mal. Ah, jetzt hat er es auf der falschen Seite gemacht. Das ist cool. Du bist jetzt da einmal mal voll durchgegangen hier, ne? Gut, das heißt, als nächstes mache ich die Strecke hier sauber. Ich werde das signalisieren. Ich möchte diesmal mit Vorsignalen hier arbeiten. Und dann heißt es, den Bahnhof hier ein bisschen ausbauen. Dass wir hier vielleicht so eine kleine Abstellgruppe mit drin haben. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Wenn ihr Ideen habt, Tipps oder allgemeine Anregungen zu die Staffel 4, schreibt das gerne in die Kommentare. Wir sehen uns schon bald. Tschüss. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.